Moin Moin aus Hamburg, willkommen zu einem weiteren Trainingsvideo. Ja, unglaublicherweise, wir sind endlich mal wieder im Gym und haben die Kamera dabei und wollen euch heute mal ein bisschen dabei helfen, wie ihr euren Rücken sinnvoll auftrainiert. Die Übung, um die es heute gehen soll, ist eine vertikale Zugübung. Für die meisten Leute ist es der normale Latzug. Und wie das Ganze wissenschaftlich gesehen wirklich am besten funktioniert, zeigen wir euch jetzt. Wir haben heute drei Studien uns zur Brust genommen, um herauszufinden, wie wir den Latissimus beim Latzug am besten in die Kontraktion bekommen. Sprich, wie weit muss ich greifen? Greife ich über, unter oder auch neutral? Oder ziehe ich das Ganze mir zur Brust oder in den Nacken? All diese Fragen werden wir jetzt klären anhand dieser Studien. Die erste Studie stammt von Lask aus dem Jahre 2009. Dort gab es vier Gruppen, die einmal den Obergriff weit, den Obergriff eng und den Untergriff eng gewählt haben. Und unabhängig von der Griffweite hat der Obergriff immer quasi eine bessere Lat-Aktivierung zur Folge gehabt als der Untergriff. Also können wir schon mal festhalten, dass wir lieber proniert greifen, das heißt im Obergriff. Die zweite Studie aus dem Jahre 2002 von Signoral hat sehr, sehr viele Griffvarianten untereinander getestet und auch unter anderem, ob ich nun zur Brust oder in den Nacken ziehe. Ergebnis der Studie war, dass der weite Griff zur Brust eine bessere Lat-Aktivierung hatte als das Ziehen in den Nacken. Die dritte Studie aus dem Jahre 2014 von Anderson befasst sich mit der Griffweite an sich. In der Studie wurden quasi die biakromiale Distanz, der Abstand zwischen dem äußersten Punkt der jeweiligen Schultern genommen und das Ganze mal 1, 1,5 und 2 genommen. Das Ergebnis der Studie war, dass in der exzentrischen Phase, das heißt da, wo ihr das Gewicht langsam hochlasst, tatsächlich der mittlere Griff die beste Latissimus-Aktivierung hat. Jetzt wollen wir natürlich aber auch wissen, was in der konzentrischen Phase, da wo ihr das Gewicht runterzieht, am besten funktioniert. Und da ist auch der mittlere bis weite Griff definitiv im Vorteil gegenüber dem ganz engen Griff. Also, wenn wir aus diesen drei Studien etwas extrahieren können, das heißt rauslesen können, was nun sinnvoll ist, dann ist wahrscheinlich der Obergriff, der pronierte Griff zur Brust mit einer mittleren Griffweite der effektivste Weg, den Latzug auszuführen, um wirklich den Latissimus maximal zu aktivieren. Also ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, wie das Ganze wirklich in Studienlage ist, wie man das Ganze dann richtig macht. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt für Übungen, die wir in Zukunft für euch einmal abdrehen sollen, Tipps geben zu sollen, schreibt es gerne in die Kommentare, wir drehen das für euch ab. Und nächste Woche gibt es noch ein Video zu der horizontalen Zugvariante, also bleibt am Ball und wartet auf das Video und checkt in der Zwischenzeit die Food-Videos, die wir wahrscheinlich wieder zwischenzeitlich nur bringen werden.